Am 9. und 10. September steigt wieder der Vulkanbike Eifel-Marathon, powered by Nürburgquelle. Aber ein Termin ist für dich, Sabine Spitz, Olympiasiegerin, noch wichtiger. Das ist Olympia. Bist du dabei? Inoffiziell ja. Also die Nominierung, die ist jetzt eigentlich soweit abgeschlossen, aber bis das offiziell kommuniziert wird, wird es noch bis Ende Juni dauern. Aber ich habe eigentlich schon inoffiziell das Commitment bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Wir Dankeschön. Drücken alle Daumen. Was nimmt man sich da so vor für Olympia? Ja, okay, ich meine, es sind jetzt meine 5. Spiele und nichtsdestotrotz, also habe ich mir auch gesagt, nicht nur jetzt der olympische Gedanke, dabei zu sein, steht für mich im Vordergrund, sondern wenn ich nochmal dabei bin, dann möchte ich natürlich auch eine Performance an den Tag legen, um die Medaillen mitzukämpfen. Und was jetzt natürlich die Teilnehmer vom Vulkanbike Eifelmarathon, powered by Nürburgquelle, interessiert, bist du mit dabei nach den Olympischen Spielen? Kommst du zum Vulkanbike? Ich bin Anfang September wieder mit dabei. Genieße es natürlich auch wieder hier dabei zu sein. Und ich hoffe natürlich, dass ich auch ein kleines Mitbringsel aus Rio mitbringen kann. Und ich habe ja noch sehr, sehr schöne und gute Erinnerungen 2008, als ich von Peking mit der Goldmedaille hier war. Und das war wirklich überwältigend. Da ist das große Interesse mit Autogrammstunde. Und ich war, glaube ich, zweieinhalb Stunden war ich am Unterschreiben. Und es war wirklich also eine tolle Veranstaltung. Okay, wir sehen uns alle beim Vulkanbike Eifelmarathon, powered by Nürburgquelle am 9. und 10. September 2016. Bis dann!